So, erinnert es mich dran, dass ich mir mal so eine Videoecke mache, wo alles ein bisschen hübscher ist als hier am Boden. Und dann kann ich das schön auspacken. Also, was machen wir denn zuerst? Reihenfolge, das hier ist zuerst dran. Hallo, wir packen jetzt gleich drei Pakete aus und meine Unterstützer auf Patreon wussten das schon vorher. Wenn ihr das nächstes Mal auch wissen wollt, könnt ihr mich schon ab 2 € im Monat unterstützen und ich würde mich super freuen. Danke. Und jetzt viel Spaß. Das ist sehr leicht. Und ist vom Finn. Finn, ich guck mal. Oh, jetzt sagt jemand Hallo. Jetzt ist jemand da. Ich muss kurz vor. Jetzt da. Die Kundschaft spielt fröhlich und hier oben rechts im Bild seht ihr 1.11. So lange habe ich das Paket jetzt schon wieder da liegen. Und jetzt wird endlich reingeschaut, Finn. Ah, das war von meiner Aktion, wo ich gesagt habe, haben Leute noch Werbungssachen. Geil, also die Farbe erkenne ich sofort. XQ-Max steht da drauf. Und es ist, muss man hier das kurz mal das Knie klemmen oder so. Da, 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 da. Ach! Geil! Und es geht noch weiter. Das hört ja gar nicht mehr auf. Geil! Finn, Dankeschön. Das finde ich geil. Bin zwar jetzt kein MVG-Fan, aber das Teil hänge ich direkt bei meinem Shop oder was da hinten oder irgendwie da in der Mitte hänge ich das auf. Finde ich cool. Brrr. Das ist ja geil. Nimmst du mit und dann kannst du es ja auseinanderziehen. Das finde ich nicht schlecht. Die Ökobilanz ist natürlich grauenhaft, aber egal. Darts ist ein Plastiksport. Was soll man machen? Irgendwann wird es vielleicht noch anders. Man weiß es nicht. Geil. Danke, Finn. Super Sache. Dann gehe ich gleich weiter zur nächsten Hausnummer hier. 25. Mein Name drauf. Ah, das ist von einem Kumpel von mir. Der wird den Paradat World Cup für uns spielen. Super geil. Super geiler Spieler, von dem werdet ihr noch viel hören. Ich wollte jetzt hier den einfachen Weg gehen, aber im Leben ist nichts einfach, nicht mal Pakete öffnen. Zumindest nicht, wenn man ich ist. Ah, man könnte auch schlau sein und hier zwischendurch gehen, glaube ich. Geht das? Kann man das? Oh mein Gott. Ha! Rödemüser! Ja, der Björn spielt beim Rödemüser Sportverein, Rödemüser SV und. Geil, jetzt habe ich Flights von denen. Ich mache mir auch so ein kleines Kistchen. Ich habe schon ein paar Club-Flights, habe ich schon so 3 oder 4. Also, wenn ihr einen Club habt, einen Dart-Club und ihr habt eigene Flights bedruckt, schickt die mir gerne. Ich mache da so eine Collage, die ich aufhänge. Oh, jetzt kommen die Goodies hier. Björn, was hast du mir eingepackt? Aha, geil. AK5. Es ist nicht die AKK. Das ist das Q-Soul-System. Alles in einem sozusagen. Hier zum. Damit die Darts abgleiten, die auftreffenden und keine Robin Hood verursachen, sind hier so Rillen drin. Sieht man? Ja, sieht man, ne? Sind diese Rillen da drin? Cool. Geil. Okay, Q-Soul. Und ich habe so ein Soft-Dart-Set von Q-Soul. Da kann ich die mal drauf klatschen. Super geil, Björn. Dankeschön. Obwohl Björn selber Evo spielt, meiner Meinung nach. Ah, und ein paar L-Style-Sachen. Life, Love, Luck. Enjoy Darts, enjoy Life. Mache ich. Ich habe Estelle heute angeschrieben. Witzigerweise. Ich habe die angeschrieben und gefragt, ob ich da einen Discount kriegen könnte auf die Spitzen, weil ich da ein paar Packungen bestellen wollte. Und die kaufen hier auch sau viele Leute von mir, weil die bei mir ja sehen. Und ich kann die auch empfehlen. Deswegen habe ich gesagt, kann ich da eine Riesenpackung bestellen für irgendwie günstiger, habe ich mal so angefragt. Auf Facebook. Also total low. So, jetzt aber. Mission Kuro. Schon ganz oft von gehört. Mega geil. 22 Gramm Steel Darts, 95% Tungsten. Meine ersten Mission Darts, glaube ich. Ich habe euch den hier mal kurz aufgerufen. Nicht, dass ihr weinen müsst über die Qualität bei meinem Video. Hier sind die paar Daten dazu. Wir haben, glaube ich, die 22 Gramm Version, ne? Ich habe mich schon aufgehängt. Cool, ne? Ja, da ist er. Lebt hier neben dem Winmore Blackout. Schauen gut aus nebeneinander, ne? Muss man schon sagen. Black Titanium. Mission Kuro. Japan. Steel Tip. Black Titanium. Mission Darts are the result of a genuine passion for the game of darts and decades of experience culminating in an unsurpassed level of expertise and knowledge of the sport. Our team of experts and designers use the very latest techniques in engineering and design to bring you darts of the highest quality made without compromise. Man sagt nicht the highest quality, aber oft sagen das Leute, weil the ist ein bisschen quasi Betonung. Aber natürlich sagt man the. Mission Darts are supplied with Mission Grip Lock Shafts, Mission S-Lock Rings, Mission 100 Micron Flights. Warning. Mein Handy eskaliert gerade. Ich glaube, jemand steht vor der Tür. Mal gucken. Die Tür ist offen übrigens.
geil. Also die schaue ich gleich mal rein. Oh, ein Smiley Face. Not. Da ist der letzte S-Style. Ah, I see what you did there, Björn. Du hast hier drei verschiedenfarbige reingezogen. Cool. Nehme ich gleich als Test-Setup. Finde ich geil. Und die da auch. Kommen in die Kiste. Ich habe eine Kiste mit Setups, die kannst du dir einfach aufschrauben. Ah, Pentathlon 150. Cool. Und noch so ein paar Pentathlon. Super geil. Und der letzte Rödemiser. Da ist er. Und ein Brief für mich. Der Björn ist ja aus Schleswig-Holstein. Und da sagt man natürlich Moin. Björn schreibt, Moin Simon, liebe Grüße aus Husum. Ich hoffe, dein Trainingslager ist bald fertig, damit man da auch mal vorbeikommen kann. Björn, mein Trainingslager ist fertig und du kannst hier Lagerist werden. Also quasi kampieren. Solange bis du Sänger von den Toten Hosen wirst, wenn du willst. Schlechter Witz am Rande über Campino. Jedenfalls bin ich offen und du kannst vorbeikommen. Und du wolltest auch vorbeikommen. Jetzt ist das Jahr fast zu Ende. Kommst im Januar dann zweimal, oder? Gegen Ende Januar machen wir World Cup in Assen. Freue ich mich drauf. Geil, Björn. Danke fürs Paket. Geiles Paket übrigens. Cool, dass du die mal getestet hast. Und auch cool, dass du dir bei Evo... Ups. Die Darts hast drehen lassen. Und ich hoffe mal, du hast... Vergnügen mit den Darts und ich schmeiß mich jetzt ins nächste Paket rein. Moment mal, bevor ich das mache, ich wollte mal kurz hier reinschauen. Ja, habt ihr das gesehen? Ich habe es aufgekriegt, ohne Schaden zu verursachen. Und es geht weiter. Ich hole sie sogar raus, ohne. Okay, fast ohne Schaden zu verursachen. So, das hat keiner gesehen, das war ganz einfach. Geil. Ich habe zwar das Gefühl, das wird eines der schlechtesten Videos, die ich je gemacht habe. Aber irgendwie glaube ich, dass das Stativ irgendwie die ganze Zeit im Bild war und ich habe es nicht gecheckt. Aber diese Darts. Geiler Samurai-Helm. Das habt ihr nicht gemacht. Wow. Das finde ich wahnsinnig geil. Alter, das ist geil. Das entlockt mir gleich freudige Bju-Sounds. Coole Sache, hey. Grip-Lock. Hier, Grip-Lock. Geile Teile. Wollt ihr die auch mal anfassen? Ich will die mal anfassen. Dafür sind Darts doch da. Anfassen und werfen. Boah. Geil. Wie so eine Maschine. Walzt jeden Gegner nieder. Nee, ist schon krass. Also. 501. Boah. Geile Teile, ey. Wow. Die knirschen schon aneinander. Wenn ihr das fühlen würdet wie ich, das ist ziemlich krass. Das ist ein bisschen unangenehm. Die Knochen knacken. Also die Teile haben was vor. In den Händen des richtigen Samurai gehen die richtig, richtig übel ab wahrscheinlich. Krass. Grip. Der Grip ist nicht so heftig. Ich würde sagen, 2. Ja, so 2 von 5. Geil. Geil. Okay, die werden auch mal getestet. Danke, Björn. Monstergeiles Zeug. Packe ich wieder schön hier rein. Die Babys lasse ich noch mal ein bisschen atmen. Und übrigens hier, und das ist kein Witz, hier steht mein Laptop und trocknet. Das ist unfassbar. Ich hoffe mal, ich lasse den jetzt mal trocknen. Mache ihn nicht an ein paar Tage und hoffe dann, dass er geht. Aber das ist natürlich schon übel. So, das nächste Paket ist vom Janis und der Janis hat mir schon mal was geschickt. Da waren Power 95 drin und Phase 3 und habe ich mich mega drüber gefreut. Und als ich deinen Namen gesehen habe, habe ich mich sowieso schon wieder mega gefreut. Und jetzt bin ich mal gespannt, kann es kaum erwarten, da reinzuschauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was in dem Täschchen ist. Oder will schon was raus? Da fällt ein L-Style-Schaft raus. Geil, oder? Gleich mal ein L-Style-Schaft. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier Slotlock-Ringe drin sind, weil hier so ein Ring drin ist. Aber denkst du, hier ist ein Pro-Grip drin. Der Ring hat sich nur irgendwie in den Kleber hier rein verirrt. Witzigerweise habe ich gestern so einen Ring gesucht und ich habe den wirklich eingesaugt gehabt. Jetzt habe ich den wieder. Ja, ich heb alles auf, auch so kleine Ringchen. Das ist alles wertvoll für mich. Jetzt kippe ich das mal ein bisschen um, weil ich durch meine atemberaubend tolle Art, es zu öffnen, sonst nicht an die Sachen rankomme. Wow, nein. Nein! Da versteckt sich noch was. Alles ist festgeklebt da drin. Ich befreie dich! Ich hab's geschafft. Cool! Diese pinken Sachen muss ich von meinen Mädels verstecken. Nicht, dass sie die haben wollen. Und jetzt, hier sehen wir, warum diese L-Style-Schaft da war. Da sind nämlich noch welche. Geil! Pro Grip Short. Schwarz in Short.
sind mega gefragt. Ich weiß nicht warum, das sind die gefragtesten Schäfte überhaupt. Pro Grip Schwarz Short. Frag mich nicht warum. Das sind Short Plus, aber ja, die sind ein bisschen länger. Aber ich denke mal, es geht noch. Und hier, Lecomio, sind es die R2D2 Darts, die ich immer R2D2 Darts nenne. Wie heißen denn die? Ich könnte mal kurz gucken. Und dann dachte ich, es sind die Red Dragon Galactic. Die sind es natürlich nicht. Es sind Target Darts wahrscheinlich, weil das Ding ist von Target. Die Shafts sind von Target, die Flights sind von Target. Oh, die Red Dragon Galactic, die sehen so aus. Die sind es auch nicht. Jetzt muss ich mal weiter recherchieren. Das sind die Target Phil Taylor Power 95 Gen 2 Japan. $145. Das sind sie auch nicht, aber wir sind, glaube ich, auf einer heißen Spur hier. So, die Spur führt wieder zu den Rising Sun. Jetzt haben wir nämlich die Rising Sun 2.1. Die sehen schon so ähnlich aus. Ich würde mal sagen, die Rising Sun sind es, aber es ist eine andere Version. Mal gucken. Gefunden. Ich denke mal, das sind die hier. Da steht sogar gleich alles dabei, auch sehr geil. Aber 18 Gramm sind die, glaube ich, nicht. Ich wiege die mal. Nee, 22 Gramm haben wir. Geil, die Spitze ist rot. Von dem Kameralicht. Ah, von dem Wagenlicht. 22 Gramm. Yes! Der Beat macht 2-2. Love it! Boom, da ist er. Haruki Muramatsu. Rising Sun. 95%. 22 Gramm. Geile Teile. Janis, was hast du mir hier für geile Darts rausgelassen? Ist ja abartig. Mein Frühstück liegt hier auch noch. Diese Darts werden nicht möglich gemacht durch Snickers, Mars oder Nestle. Ich finde es nur krass. Also den einen habe ich zum Wiegen benutzt. Hier, guck mal, bei dem ist das Blaue komplett abgenutzt. Bei dem hier bröckelt es so langsam. Und bei dem ist es noch intakt. Das war bei meinen Price Darts auch. Diese blaue Beschichtung, die ist irgendwie total wechselwarm so. Da kann man irgendwie Glück und Pech haben mit dieser Beschichtung, weiß ich nicht. Jedenfalls, Janis, Björn und Finn, vielen Dank für diese geilen Pakete, die ich alle drei super liebe. Richtig geil. Zu den Darts kommt auf jeden Fall noch ein Review zu diesen zwei Sets. Liebe ich komplett. Und vielen, vielen, vielen Dank. Und viel Spaß noch mit der Darts-WM. Haut's rein. Tschüssi. Oh, kommst mal ins Förderzentrum. Danke, ciao. So, ich hab's mal schnell der blauen Tinte von meinem Drucker übelst besorgt. Und hab mir das rausgelassen. Geil, oder? Geil. Das hänge ich jetzt schön auf. Gefällt mir. Cool.